Hallo und herzlich willkommen hier bei Wild und Wundervoll. Heute ist unser vorletzter Tag auf Koh Phangan. Wir sind schon fleißig am Aufräumen und ja, ich habe mich jetzt mal 15 Minuten von dem ganzen Parkwahn davon geschlichen, um hier vor unserem Bungalow ein kleines Talk-Video für euch aufzunehmen, weil wir sind gerade so busy, dass wir einfach nicht wirklich zum Drehen und Schneiden kommen. Aber ich wollte euch einfach mal updaten, was so war und euch auch ganz besonders von einem großen Schock erzählen, der uns passiert ist, und zwar Noahs Unfall. Noah hat einen ganz schlimmen hohen Treppensturz hinter sich. Und da mussten wir auch zweimal ins Krankenhaus. Genau, und davon möchte ich euch berichten. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Ja, voll oft so, dass wenn du halt irgendwie auf Reise gehst oder Langzeitreise, Urlaub, total egal was, du möchtest einfach partout nicht krank werden. Logo, wer will das schon? Egal ob daheim oder weiter weg. Aber wenn du Kinder hast, wirst du es natürlich noch weniger. Und es ist ja nicht nur so, dass man sich gut fühlen will und deswegen will man es nicht. Es ist ja auch so was sehr, sehr, sehr Unsicheres, wenn du irgendwo bist und dann krank wirst und dann irgendwie zum Arzt oder Krankenhaus musst und du die vielleicht nicht verstehst, weil die eine ganz andere Sprache sprechen, eventuell auch andere Schriftzeichen haben oder so. Man hat nicht mehr dieses Gefühl von Sicherheit wie daheim, weil es halt einfach nicht bekannt ist. Daheim hast du ja auch noch so eine Art von Sicherheitsgefühl, weil du eben schon alles kennst. Du weißt, wo die Krankenhäuser sind, du weißt, wo deine Ärzte sind, du hast ja ganz viele Freunde und Familie. Das vermittelt dir ja einfach so ein wohliges, gutes Gefühl. Und das hat man auf Reisen nicht immer. Und deswegen machen wir jetzt auch das Video, weil ja, manchmal passiert halt auch was, besonders wenn man lange unterwegs ist. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es echt gut ging und das war ein großer Schock und es waren zwei wirklich harte Tage, aber wir konnten uns sicher fühlen, wir haben uns trotzdem wohl gefühlt, wir haben uns gut aufgehoben gefühlt und ich möchte euch einfach von unserer Erfahrung erzählen, wie das hier so war. Also wir sind in Thailand auf Koh Phangan, das war an einem Abend, wir waren bei Freunden hier oben an einem Bungalow. Und da geht es immer so eine steile Treppe hoch auf den Bungalow und wie gesagt, es ist Asien, es gibt nicht immer Gitter außen. Und wir waren dann wie gesagt bei den Freunden zu Besuch und in einem Moment der Unaufmerksamkeit, muss man echt sagen, ist die Noah die Treppe runtergefallen. Und zwar von, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich von relativ weit oben. Das ist so passiert, dass ich halt noch gerade an der Eingangstür stand. Ich nehme euch das auch gleich mal auf, dann seht ihr so ungefähr, ja, die Location, wo das stattgefunden hat. Ich stand noch an der Eingangstür, habe mich kurz unterhalten und dann habe ich schon gesehen, okay, die Noah geht raus. Normalerweise geht die Noah nie alleine die Treppe runter. Und irgendwann habe ich noch gedacht, ah, da gehe ich jetzt gleich hinterher. Ich hatte irgendwie schon so das Bild, so die Treppe, das Bild kurz in meinem Kopf. Dachte mir so, okay, gut, ich schaue jetzt gleich zu Noah und war schon so dran zu gehen. Und dann innerhalb von dieser, keine Ahnung, 5 oder 10 Sekunden, ich habe halt nur so dabei, das Gespräch so zu beenden, stand schon, war halt schon so am Rausgehen, dann nur hinterher und dann höre ich schon irgendwie was Plumpsen oder was Dumpfes und Stille und ein großer Schrei. Und dann war mir schon vollkommen klar, pack, da ist jetzt was passiert. Also bin ich schnell runtergerannt und die Noah lag dann unter dem Bungalow, also es ist so ein Bungalow auf Stelzen, wo halt einfach die Treppe hochführt und oben wohnst du. Zum Glück ist sie auf die Seite halt unter dem Bungalow gefallen, weil da ist einfach nur ganz viel Sand und kein Beton und da lag sie halt ungefähr so nach unten, sie muss aufs Kinn gefallen sein, so. So lag sie halt da und da war halt viel Blut am Mund und viel Sand. Sie hat natürlich ganz schön geweint. Am Ende haben wir gesehen, dass sie auch hinten einen Kratzer hatte und hier vorne ein paar Kratzer. Es war, keine Ahnung, ich war eigentlich super ruhig und so. Ich war total im Notfallmodus, einfach Kind gepackt. Unsere Freunde sind auch sofort mit runtergekommen, nur ins Wohnzimmer gebracht, Wasser gegeben, beruhigt. Sie hat natürlich nur geweint und war total geschockt. Und es war klar, dass ihr irgendwas echt wehtut und das sah echt nicht gut aus im Mund. Ich fand wirklich nicht, dass das gut aussah. In einer Zeit war sie dann aber auch in der Brust und sie konnte trinken, dann war sie auch kurz ruhig, aber du spürst es ja auch als Mama, du hast gemerkt, okay, das war jetzt nicht nur irgend so ein Sturz, wo sie geschockt ist und du beruhigst und alles ist wieder gut, sondern da ist jetzt einfach was passiert. Wir sind dann runtergegangen zum Consti, wir wohnen ein paar Häuser weiter unten
Und er hat natürlich auch schon sofort gewusst, dass irgendwas los ist, weil die Noah die ganze Zeit immer wieder angefangen hat zu schluchzen auf dem Weg hier runter. Also waren wir kurz bei uns, haben uns kurz beruhigt, haben mal gesprochen und sortiert und uns dann dafür entschieden, dass wir mit ihr jetzt in die Notaufnahme fahren. Sprich, Kind in die Trage gepackt und wir sind losgefahren, haben noch von unseren Freunden und Nachbarn hier das International Bangkok Hospital auf Koh Phangan empfohlen bekommen, weil es halt ein internationales Krankenhaus ist, wo sie immer gute Erfahrungen mitgemacht haben, und da sind wir hingefahren. Und das war auch echt cool. Die Leute waren da super nett, sie konnten alle Englisch, wir konnten uns gut mit ihnen austauschen, wir sind schnell drangekommen, sie haben die Noah halt untersucht. Die Untersuchung war hart, also im Nachhinein hätten wir sie nicht mehr so genau untersuchen lassen, weil sie halt einmal echt festgehalten haben. Das war krass, das war ganz kurz und wir haben es dann auch gestoppt, aber das war echt so wie so, oh krass, das fällt das Kind schon die Treppe runter und dann noch so eine Gewalteinwirkung. Und das war halt einfach in dem Moment nicht so nötig. Man hätte es auch wahrscheinlich kurz anders lösen können. Also wir wussten es in dem Moment nicht. Danach haben wir gesagt, ach so, du hast es deswegen gemacht, um nur kurz so einen Blick reinzuwerfen. Das hätte man echt anders machen können. Aber genau, da war es schon zu spät. Auf jeden Fall wurde sie dann untersucht. Dann wurde entschieden, dass sie auf jeden Fall eine Röntgenaufnahme braucht. Sprich, wir haben die Röntgenaufnahmen machen lassen. Und dann mussten wir warten, weil die Röntgenaufnahmen, weil wir in einem Inselkrankenhaus sind, was super, super klein ist, wurden dann zum Spezialisten rüber nach Bangkok geschickt. Zu dem Zeitpunkt war es sicher schon 11, nee, nicht 11, vielleicht so 9, 10 am Abend. Ja. Und da mussten wir eine halbe Stunde warten, bis der Spezialist sich anguckt, der Radiologe, oder wie es halt auch heißt, und dann halt sein, genau, und dann halt irgendwie seine Meinung abgibt. Und er hat dann gesagt, dass wir sie auf jeden Fall vom Spezialisten angucken lassen müssen, die Noah, weil ihr Kiefer, sie hat den Kiefer immer so nach vorne gehalten, so. Ja, und bestand dann der Verdacht auf Kieferbruch, Unterkieferbruch. Und man hat auch ganz klar gesehen, dass die Zähne unten locker sind und was abbekommen haben. Also hieß es, haben sie dann noch in dem Krankenhaus für uns auf Koh Samui, in der Nachbarinsel, die aber deutlich größer ist, wo eine riesen International Bangkok Hospital Filiale ist, auch also Werbung wahrscheinlich hier, Termine für uns ausgemacht. Einmal in der Schönheitschirurgie, lustigerweise, und beim Zahnarzt. Und das war auch ganz cool, sprich am nächsten Tag. Genau, sie wollten, dass wir eigentlich ein CT da machen lassen, weil nur so kannst du ganz, ganz sicher gehen, ob da jetzt ein Bruch ist oder nicht. Und dann sind wir halt am nächsten Tag mit der Fähre sehr früh darüber gefahren. Ich sollte die Noah die ganze Zeit nicht stillen, eigentlich auch über die Nacht über nicht, was ich aber nicht getan habe. Also die Nacht durfte sie noch stillen, aber dann ab der Früh habe ich sie partout nicht mehr gestillt, wegen dem CT, den wir ja hätten machen sollen, weil da hätte sie in Kurzzeitnarkose gemusst. Hat sich herausgestellt, dass wir es dann nicht gemacht haben, also so viel schon mal vorweg. Auf jeden Fall sind wir da mittags angekommen, das lief alles ganz gut, die Hinweg. Und dann wurde sie vom Arzt angeguckt und da war erstmal die große Erleichterung. Er hat gemeint, oh puh, hätte er sie gestern gesehen, hätte er uns gleich Entwarnung gegeben. Sie bewegt alles normal, sie schließt alles normal. Wahrscheinlich ist sie halt einfach, und es wurde dann auch schon viel besser. Sie hat nicht mehr die ganze Zeit so gemacht, sondern es immer nur noch ab und an mal. Und er meinte, das ist wahrscheinlich geschwollen und es tut weh und es wird jetzt immer weiter zurückgehen. Und er kann dann nicht ansatzweise was merken, dass da am Kiefer was ist, sondern das ist halt einfach nur noch der Impact von dem Sturz gewesen. Dass an den Themen was ist, war klar. Das war dann noch eine andere Sache. Auf jeden Fall hat er gesagt, er würde uns jetzt definitiv vom CT abraten, einfach wenn er das halt einfach auf die Waagschale legt, irgendwie die Strahlung, der sie ausgesetzt wäre, und den Nutzen, dann würde er sagen, definitiv nicht, aber wir sollen uns das einfach mal überlegen. Genau. Wir haben uns dann gegen den CT entschieden, weil wir einfach ein gutes Gefühl hatten, weil wir gesehen haben, ihr geht es immer besser, sie macht es immer weniger, und der Arzt, also zwei Ärzte haben sich es ja angeguckt und alles, und die Röntgenaufnahmen wurden auch gemacht. Und wir haben auch die Noah gefragt, wie sie sich fühlt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Schmerzen mehr. Dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt nicht machen. Da müssen wir sie nicht mehr. Also mit Narkose und CT nur, um einmal ein Foto zu haben, um eine 0,1%ige Chance von einem... Nee, das hat sich nicht gut angefühlt. Also haben wir Nein, danke zum CT gesagt und waren darüber auch eigentlich sehr glücklich. Dann sind wir weiter zum Zahnarzt. Da wollten wir uns fast nicht dran lassen, haben gesagt, wir sollen morgen wieder kommen. Wir so, nee, wir sind hier auf Koh Phangan. Oh Gott, bitte nicht. Geht das nicht anders? Wir durften dann also zum Zahnarzt, zum Glück. Und das war auch eine super kurze Untersuchung. Aber sag mal einem zweieinhalbjährigen Kind, dass das mal den Mund aufmachen soll. Aber das ging auch gut. Der hat sich die Zähne angeguckt und meinte, okay, sie sind locker. Sie soll jetzt einfach lange nicht so feste Nahrung essen. Zumindest da vorne nicht. Das macht sie auch echt von alleine nicht. Also sie hat mal versucht, einen Maiskolben jetzt zu essen noch vor ein paar Tagen. Und
das tut dir noch ein bisschen weh oder das geht nicht so gut, fühlt sich nicht gut an. Aber in einem Monat sollte es weg sein und in einem Monat sollen wir dann nochmal Röntgenaufnahmen von den Wurzeln machen lassen, um auszuschließen, dass die Wurzeln keinen Schaden haben. Wenn sie einen Schaden hätten, müsste man gucken, ob man eine Wurzelbehandlung braucht oder ob man was zieht oder so und halt wartet, bis die Milchzähne sowieso wegfallen und die anderen Zähne nachkommen. Da waren wir dann jetzt erstmal echt krass beruhigt, weil alle Ärzte uns eigentlich Entwarnung gegeben haben. Wir haben gesehen, dass die Noah hat wieder angefangen zu spielen und die Noah hat auch auf einmal angefangen, uns von dem Sturz zu erzählen. Sie hat dann gesagt, dass sie ausgerutscht ist und dann hat sie dazu gesagt, dann hat es bum 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 gemacht. Also gehen wir davon aus, dass sie in den oberen Teil der Treppe irgendwie ja halt einfach geplumpst ist oder sich gedreht hat und dann auf der Hälfte, auf der Seite, wo halt auch kein Geländer ist, muss sie dann runtergefallen sein. Also zum Glück nicht von ganz oben ganz runtergefallen. Ja. Aber was klar war, ist, dass da echt trotzdem eine große Krafteinwirkung war. Deswegen waren wir dann vor ein paar Tagen auch noch beim Osteopathen. Zum Glück ist hier einer auf der Insel, auch ein anderer Reisepapa. Und haben sich von ihm nochmal angucken lassen, einfach um zu gucken wegen Atlas und den oberen Halswirbeln. Und der Atlas war auch ganz leicht verschoben, was er behoben hat. Und hat sie so noch ein bisschen behandelt. Und da ist jetzt auch alles wieder gut. Und was auch cool war, ich wollte ihn nur nämlich sowieso mal zum Osteopathen schicken. So einmal im Jahr machen wir das nämlich. Einfach nur, um zu gucken, ob alles gut ist oder ob man irgendwo schon ihr ja, ein bisschen unterstützen kann und dass sie nicht später irgendwas entwickelt, was man schon damals hätte ganz leicht beheben können. Okay, wow, das ist echt eine lange Geschichte. Ja, also wir waren jetzt erstes Krankenhaus Koh Phangan, zweites Krankenhaus Koh Samui am nächsten Tag und dann 2 Wochen später beim Osteopathen. Ja, ich glaube, ich habe euch alles erzählt. Ja, das war, also es hat sich, als es passiert ist, ganz, ganz schlimm angefühlt, besonders auch für mich, weil ich ja da war und nicht geguckt habe. In dem Moment habe ich einfach nicht geguckt und sie ist da runtergepurzelt und das Gefühl ist natürlich schrecklich, wenn du genau weißt, Mist, wäre ich nur mal ein paar Sekunden früher hingegangen oder hätte sie nochmal lauter zurückgerufen oder keine Ahnung, also hätte, hätte, hätte. Und auch dann die ganzen Arztbesuche, immer diese Ungewissheit. Das war schon hart. Und dann siehst du ja natürlich auch genau, dass es deinem Kind nicht gut geht und die Fragen, was ist wenn? Ja, aber wie gesagt, alles ist gut und alles lief gut und wir hatten echt großes Glück im Unglück. Und genauso empfinden wir es auch. Also wir sind echt so, so dankbar, ein gesundes Kind zu haben, weil die nur hat ganz, ganz selten was und sowas hatte sie noch nie. Und das hat uns jetzt wirklich nochmal ins Bewusstsein gerufen, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können. Puh, ja. Und es war auch echt schön, dass das einfach hier passiert ist, wo so viele liebe, nette Leute um uns herum sind und uns unterstützt haben. Vor allem mental einfach. Das war auch toll. Insofern nochmal vielen Dank an unsere liebe Gemeinschaft hier. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut. Genau, wir haben besonders, als wir dann weg waren, über WhatsApp ganz viel Zuspruch bekommen. Und es war echt schön zu wissen, dass irgendwie alle an uns und auch an die Noah denken. Genau, das war super, ja. Ansonsten möchte ich euch die Angst nehmen. Bitte geht trotzdem auf Reisen. Überall anders gibt es auch gute Gesundheitssysteme. Wir sind in einer sehr glücklichen Lage, dass wir für wenig Geld echt gute Reiseversicherung abschließen können. Wir reichen natürlich jetzt die Rechnung ein. Ach so, genau, das hat jetzt insgesamt, der erste Krankenhausbesuch hat 3.700 Baht gekostet und der zweite auch. Und das sind, oh Gott, wie viel sind 3.700 Baht? Also schon so vielleicht so 200 Euro zu alles zusammen, das Plus, Minus. Ich bin kein Währungsrechner. Auf jeden Fall, ja, das Geld holen wir uns natürlich wieder. Wir haben natürlich eine Versicherung. Oh Gott, und sowas muss erstmal nicht nochmal passieren. Aber habt keine Angst, Leute. Es ist echt selten, dass was passiert. Und wenn was passiert, es ist wirklich immer Hilfe da. Außer ihr geht wahrscheinlich komplett in den Dschungel, der wahrscheinlich 6 Stunden von irgendeiner Zivilisation entfernt ist. Aber das macht man ja meistens nicht. Vor allem auch nicht mit Kindern. Genau, das sind unsere Erfahrungen. Ich frage mich, hattet ihr sowas vielleicht auch schon mal, wo ihr im Ausland wart und vielleicht ins Krankenhaus musstet oder zum Arzt musstet? Oh, Fun Fact, bevor die Noah kam, das war sogar ein paar Monate bevor ich schwanger wurde, war ich in Amerika beim Arbeiten und in Nashville und da habe ich eine Wurzelhandlung gebraucht. Genau, da, ja, das hat irgendwie 1.400 Euro gekostet. Habe ich auch alles wiederbekommen. Das war noch so eine andere Erfahrung von mir. Naja. Was ist so eure Erfahrung mit Arzt, Krankenhaus im Ausland? Habt ihr da was? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten weiter das Update. Genau, morgen geht es für uns weiter mit der Fähre und dann mit dem Nachtzug nach Bangkok. Da bleiben wir eine Woche und beantragen unser Visum für Bali. Und dann am 11.3. geht es dann auch schon
auf unsere Lieblingsinsel. Und da freuen wir uns mega. Genau, und danach steht eigentlich unsere nächste Destination auch schon. Es geht dann wieder Richtung Europa. Aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt, also seid noch etwas gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin, liebe Grüße.